Hallöchen Freunde und schön, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Gleich vorab erstmal, der Stream heute Abend fällt leider aus, es tut mir sehr, sehr leid, aber wir haben spontan Besuch bekommen und ja, ich möchte jetzt nicht das Arschloch sein, was den ganzen Abend hier oben sitzt. Ich denke, das kann man verstehen. Es geht dann regulär Mittwoch weiter und wie versprochen machen wir diese Folge 45 Minuten oder ungefähr so eine Dreiviertelstunde rum, weil die letzte ja doch etwas kürzer war. Ich habe es auch geschafft, mal zu googeln. Die Totems gibt es anscheinend doch in den normalen Villages. Ich hatte das irgendwie anders im Kopf, aber okay. Dann weiß ich auf jeden Fall, was wir die Folge machen werden. Ich habe nämlich auch ziemlich Bock, mal wieder so ein paar Dörfer auszurotten. Jetzt müssen wir mal gucken. 58 Pfeile. Ist jetzt nicht die Welt. Hatten wir noch welche über? Jo. Zack. Die zwei packen wir hier mit drauf. Wir brauchen noch ein paar Lebensmittel. Was haben wir alles Brot schon verbraucht? Hä, hatten wir nicht mega viel hergestellt? Wir haben noch einen Schlangeneintopf. Statt Brot, warte mal, Schlange war 80 Gesundheit. 55 Gesundheit und das ist Ausdauer. Lieber ein bisschen auf mehr Leben gehen. Komm, wir nehmen jetzt mal mit. Wir haben ja dann hier noch unten und wir können ja auch noch irgendwann später mal ein bisschen Seeschlangen suchen und farmen. Jetzt sehe ich gerade, wir haben noch 5 Minuten Restzeit, bis Knochenmanns wieder am Start ist. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich jetzt. Ach, warte mal, Tränke noch. Entschuldigung, wir holen noch fix ein paar Tränke. Und dann probieren wir das erste Dorf mal ohne Knochenmanns. Vielleicht sterben wir ja dabei, wäre doch geil. Haben wir wieder was zu tun. Nee, Quatsch, wir kriegen das schon hin. Moldebeeren, zack, rein mit euch kleinen Säcken. Und jetzt zeig mal her hier. Gift haben doch nur die Teertypen gemacht, ne? Ja, also Gift brauchen wir nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Ausdauermet. Aber wir nehmen mal zwei mit. Und gesunden Met auch nochmal. Zack. Ausgeruht sind wir. Ja, 16 Minuten ist okay. Auf. Oh, hab ich Bock. So ein bisschen Gemetzel. Mal wieder ein bisschen Spannung in die Bude bringen. Ich hoffe, ihr auch. Dörfer waren ja genug. Vielleicht sind deswegen so viele da, dass man dort die Totems halt noch rankriegt, bevor man halt beim Endboss ist. Ach, guck mal, sowas habe ich eigentlich das letzte Mal gesucht. Und es ist direkt am Portal. Warum habe ich es denn nicht gesehen? Mal, bin ich jetzt richtig? Nee, wir sind falsch. Ich bin ins falsche Portal gegangen, aber genau sowas hatte ich gesucht. So ein einzelnes Haus, wo bloß so ein paar Fullinger drin rumrennen. Ja, das haben wir anscheinend schon gelehrt hier. Dann eben wieder zurück. Schlange war es doch. Bin ich in Ebenen 2 gerannt, ich Dödel. Tut mir leid. Ja, jetzt sind wir richtig. So, und hier waren die Dörfer doch auf jeden Fall nicht weit. Wir müssen nur gucken, wenn wir hier vor den Viechern wegrennen, dürfen wir auf gar keinen Fall, aber wirklich auf gar keinen Fall, in den Teer kommen. Dann haben wir ein echtes Problem. Au, ah, Mensch. Ich habe gerade nach oben geguckt. Geht schon wieder gut los hier. Komm. So, waren wir hier schon drin? Anscheinend. Wir können ja nochmal in die Truhen gucken. Aber nee, stimmt, das haben wir doch gleich am Anfang hier gelehrt, das Ding. Also auf 3 Loxys habe ich wenig Bock. Naja, dann laufen wir mal ein paar Meter. Das nächste Dorf war ja nicht weit. Also hier drüben war auf jeden Fall noch eins. Da ist noch ein Loxi, da hinten haben wir das Dorf. Ja, komm, 2 Minuten des Knochenmanns am Start, das passt doch. Blinkt schon irgendein Essen? Nee, ne? Nee. Aber 106 Leben, ne?
Boah, wir müssen mal gucken mit den Berserkern. Die anderen gehen ja irgendwie einigermaßen, aber die Berserker sind halt schon hässlich. Eigentlich sind alle hässlich. Ich höre Summen. Ich glaube eher, ich habe es mir eingebildet. Oh, perfekt. Ich glaube eher, ich habe es mir eingebildet. Haben die mich jetzt schon? Boah, One-Hit war, ne? Stufe 1 auch gleich noch. Ich kack mir in die Hose. Ich kack mir richtig in die Hose. Wir müssen blocken. Habe ich Giftpfeile geschossen? Ne, wann war denn der jetzt so giftig? 2 Stufe 1. 50 Sekunden müssen wir überleben. Dann haben wir Knochenwanst. Boah, shit, ey. Ja, wir haben ordentlich Ausdauer. Ah, perfekt geblockt und einen starken rein. Stark, stark. Au, 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 au. Oh Gott, nein. Nein, das kann doch nicht sein. Hau dir so einen Trank rein. Du Spast. Lauf. War es der richtige? Ne, es war der falsche Trank, ne? Boah, Alter. Scheiße, was war denn jetzt schon wieder los? Da kam sie aber auch im Tag-Team. Einer nach dem anderen. Boah, der lässt nicht los. Gut, den einen haben wir aber fast. Ja, der starke Angriff hat halt lange gedauert. Aber eigentlich war er gut. Ja, du darfst mal zuhauen. Trotzdem riskant, was wir hier machen. Ah, das Schwert ist schon geil. Und wir haben Schwerter jetzt auf 19. Müssen wir natürlich mal noch ordentlich hochtrainieren. Dann wird der ganze Spaß noch leichter. So, gut, die ersten haben wir. Aber gleich 2 mit einem Stern ist schon... Oh, nicht ohne. Und jetzt haben wir uns direkt die Schlange rein. Komm, wir kippen hier alles nach. Boah, geil. Guck dir den Lebensbalken an. Ist bald am Schwert oben. Wenn es nicht immer so Ewigkeiten dauern würde. Hätte vielleicht doch ein paar Tränke mehr mitnehmen sollen. Ah, da ist er doch. Ich habe eigentlich keinen Bock auf den Berserker. Aber Knochenwanst wäre ready. Und wir müssen ihn auf jeden Fall hier so überraschend treffen, weil da machen wir erstmal ordentlich Schaden. Und er darf uns eigentlich nicht so nahe kommen, weil dann tickt er doch so heftigst. Ja, genau jetzt. Ich glaube, sobald er uns entdeckt, oder? Weiß nicht genau, warum. Oder wann er es macht. Ach, da ist auch noch ein Speertyp dabei. Doofe Mischung. Ich weiß nicht, ob wir den blocken können. Haben wir das schon mal probiert? Ich möchte es ungern probieren. Ah, guck mal, der fällt ja gleich. Was ist denn da los? Alter, war der easy. Na gut doch, der Bogen ist stärker geworden. Wir haben ihn geupgradet. Ach, ja. Komm. Immer in den besten Momenten. Nein, ich wollte einen starken machen. Ich Depp. Wir müssen perfekt blocken. Alles andere macht keinen Sinn. Außer bei dem jetzt. Das ist mir zu heiß. So, zack. Ey, das läuft doch mal richtig gut. Was ist denn hier los? Der Berserker ist ja mal richtig schnell gefallen. Totes Kido. Ne, die greifen die Fullinger nicht an, ne? Das sind Kumpels. Fallen gelassen hat er nichts, weil ich habe gelesen, die Berserker könnten die Totems auch fallen lassen. One Hit. Boah, Stufe 2. Ich gehe kaputt. Oh, oh. Eigentlich müssten wir vorsichtshalber jetzt schon Knochenwanz aktivieren, ne? Machen wir es nicht. Ah, ich bin mir so unsicher, Leute. Ich probiere ihn erstmal zu blocken. Hat geklappt. Und jetzt richtig auf vorsichtig hier, aber. Ja, okay, wir haben ihn alleine, passt. Das ist aber mein heftiges Dorf, ey. Zack. Als wäre es nichts. Die lassen nicht mehr fallen deswegen, ne? Das wäre eigentlich auch mal ein bisschen fair vom Spiel. Dass er ein bisschen mehr Loot geben würde. Wir müssen halt wirklich immer einen unbedingt so im Überraschungsmoment nehmen. Ja, dann sind die One-Hit. Boah, aber die Pfeile ziehen halt aber auch durch, ne? Warum vergiften wir denn? Ach, na klar, macht doch der Bogen an sich. Entschuldigung.
War ich wieder richtig schlau heute. Was mit ihm? Bleib stehen! Ist da noch ein Berserker? Ah, natürlich. Ich sag's euch, wir rocken hier durch und es gibt keinen einzigen Totem. Oh, war der nicht tot oder? Doch, oh nein, es war in Stufe 2, aber gut, dass wir den getroffen haben. Prinzipiell gar nicht schlecht gewesen. Brauchen wir nämlich nur noch einmal blocken und haben ihn. Ist das ein Speertyp? Ja. Komm. Jawohl. Besser hätte es nicht laufen können. Geil. Also, wir gehen sneaky ran. Auf jeden Fall nicht reinrennen. Ich meine, klar, mit Knochenwanz könnten wir wahrscheinlich etwas schneller vorankommen, aber ich will mir das für einen Notfall aufheben. Noch einer. Noch ein Berserker. Alter, was ist denn das für ein Dorf? Junge, 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 Junge. Ach, guck mal, hier steht noch einer. Ah, Mist. Der hat uns entdeckt. Ach, da oben. Moin. Fall runter. Weiß nicht, wo der andere ist. Der wird uns gleich in den Arsch pieken. Nein, der hätte doch mal treffen können. Oder macht sie Vergiftung? Nee. Aua. Nicht nett. Immer noch Aua. Aber wir haben so viel Leben, es kann uns einfach am Arsch vorbeigehen. Schön, schön. Boah, die zwei Berserker könnten halt auf einmal kommen, wenn wir Pech haben. Ach, bitte nicht. Oh nein, was mache ich denn? Schattenboxen. Ah, jetzt bloß kein Berserker anlocken. Geil. Haben zwar selber ein bisschen Hit bekommen, aber was soll's. Nein, ich habe nicht getroffen. Aua, ich brenne immer noch. Komm, jetzt schlag doch mal zu. Hallo. Guck mal, wie romantisch er mir in die Augen guckt. Bam. Oh, nochmal derselbe Move. Ah, jetzt kriegt uns der andere. Ah, der macht gar nicht so viel Schaden, aber das Brennen haut dann halt ein bisschen rein. Ah, wir sind schon ziemlich OP unterwegs. Oh, guck mal, da ist so ein scheiß Schamane. Den möchte ich gleich weghaben. Perfekt. Wir lassen hier so viel liegen. Ja, wir können es ja gerade eh nicht teleportieren. Ich sammle es trotzdem mal ein. Packen wir alles mal in die Kiste, wenn irgendwann... Oh, guck mal, hier ist ja noch einer. Aua. Jetzt müssen wir erstmal seinen Schutzwall kaputt kriegen. Wie viele Schläge brauchen wir dafür? Okay, das war easy. Nein, 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 nein. Der darf uns nicht sehen. Der erste Hit muss hitten. Also ihr wisst schon. Der erste Hit muss hitten. Hälfte weg. Aber Ausdauer ist gerade auch nicht mehr so geil. Ah, shit. Ich wollte den noch schnell weghaben. Nehmen wir einen Ausdauertrank. Warum kann er dem anderen nicht schaden? Wäre doch viel geiler so. Er wäre gerade komplett gefallen. Ah, ich hätte Bock mal zu probieren, ob wir den blocken können. Ich denke, der macht einen Schlag und das war's mit uns. Komm, schlag mal zu. Schlag mal zu. Ja, das ist halt ganz schön lahm, ne? Jetzt dich erstmal weg. Und jetzt bloß nicht in irgendwelche Teergruben rennen. Oder die, hier oben war ein Loxi. Ah, ich wusste es. Eigentlich ist er easy. Komm, wir probieren. Au. Nee, wir probieren es nicht. Aber es ging. Ich hätte mit mehr Schaden gerechnet. Gut, auch er gefallen. Jetzt mal gucken. Lass mal so ein Totem fallen. Schwarzmetall, Schrott, Münzen. Schwarzmetall, Münzen. Ne, Totem haben wir noch nicht bekommen. Ah, so eine haben wir so eine schon? Ich glaube nicht. Boah, die ist bestimmt schön groß. Können wir uns irgendwo hinhängen?
Bam. Ja, es wird schon wieder Nacht. Diese kurzen Tage in dem Spiel, es macht einen wahnsinnig. Aua. Den haben wir. Ist das noch ein Schamane oder was ist das da hinten? Nee, ist das nicht sogar so ein Totem? Ich glaube, wir haben einen. Ist natürlich geil, wenn man die so sieht. Das müsste, glaube ich, einer sein, ja? Vielleicht können wir uns reinsneaken, holen uns den und verpissen uns wieder. Dann werden die ja nicht in der Kiste liegen. Dann werden die ja alle irgendwie auf so einem Dings stehen. Das ist einer, definitiv. Jawohl, Fulling Totem. Nein, nein, der Berserker hat uns mitbekommen. Verdammt. Na geil, fehlt nur noch einer. Da haben wir es doch. Ach komm, wir rennen jetzt weg. Was soll der Geiz? Was soll man das ganze Dorf jetzt noch... Boah, da hinten geht Party. Ja, was wollen wir das ganze Dorf jetzt hier noch komplett klären? Dorf, so. Dann müssen wir eigentlich idealerweise doch jetzt in der Nacht mal ein bisschen gucken, weil dann siehst du so lila leuchten und weißt gleich, ob in dem Dorf eins da ist oder nicht. Jetzt ist die Frage, wir sind das letzte Mal noch weiter hier hinter. Ich dächte, irgendwo da hinten kam noch ein weiteres Dorf. Ausgeruht ist leider gleich vorbei. Überlege, ob wir das Portal noch mitnehmen. Ja, komm. Obwohl, wenn wir dann sterben, haben wir wieder ein Problem. Was ist denn das Schönes? Schamanentrophäe haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee, wir rennen jetzt einmal hier hinter. Ich habe keinen Bock, dass wir das Portal jetzt abbauen und dann am Ende... kommt irgendwo ein Überraschungsangriff und wir sind am Arsch und müssen hier wieder eine komplette Bootstour machen. Nicht nass werden. Aber so sehen wir zumindest in der Nacht auch die Feuer und das Lila, ne, von den Totems. Bloß die Terplops, die siehst du natürlich nicht. Beziehungsweise nicht so gut. Mal da hinten sehe ich was. Ich glaube, da ist ein Dorf. Ja. Läuft hier vorne was oder habe ich Hallus? Nee, war nur ein Gebüsch. Hallo. Habt ihr einen Toten im Dorf? Ich frag für einen Freund. Ach, komm. Werden ja immer mehr hier. Oh, oh Gott. Ah, ich bin wieder zu unvorsichtig. Sag mal, das ganze Dorf kommt hier rüber. Fühlt sich nicht länger ausgeruht. Na ach, guck mal, was hier hinter mir herrennt. Ah, und auch noch ein Stufe 1 Typ, ey. Kacke. Die Ausdauer. Wir brauchen einen Ausdauertrank. Komm, ja. Der muss auf jeden Fall fallen. Macht er jetzt auch. Ah, die Ausdauer. Verdammt. Ich brenne. Komm, greif an. .388 ist natürlich schon ziemlich geil. Ich sehe aber bisher noch nichts. Ach Mensch, wer hört doch mal auf jetzt? Nein, ich kann gar keinen Angriff machen. Hä? Auch nicht schlecht. Ich sehe noch nichts lila leuchten. Aber ich denke mal, die werden da nicht einfach in so einer Truhe rumliegen. Die werden immer auf so einem... Fällt der Name nicht ein, auf so einem Ding halt stehen. Podest. Aber eigentlich heißt das noch anders. Da haben wir auf jeden Fall einen Berserker. Da hängt noch ein totes Kito rum. Ich hab's ja schon wieder angelockt, ne? Totes Kito hat uns.
Mann, ich wollte euch gar nicht alle töten. Gott, der Berserker ist auch am Start. Aber ich wollte noch mal in Ruhe gucken, ob wir es vielleicht nicht doch übersehen. Ah, Loxis. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wen haben wir denn hier alles eingesammelt? Hallo? Ich habe keine Ausdauer mehr. Könnt ihr ein bisschen ruhiger machen? Wäre äußerst nett. Aua. Nee, das wird mir hier too much. Ah! Oh Gott, das ist der sichere Tod. Ah, jawohl. Die greifen ja die Fullinger an. Genau, das sind keine Homeboys. Ein Stufe 1 Berserk... Nee, nee, der stand genau dahinter. Ich wollte schon sagen. Könnten wir uns eigentlich... Guck mal, da hinten brennt da auch noch was. Nein, ich hatte keine Ausdauer mehr. Wir gehen dann nochmal hier rüber, wenn die sich hier alle ein bisschen beruhigt haben. Berserker lässt schon mal los. Oh, sogar der ist One-Hit. Mann. Jetzt. Ich würde es gerne mal probieren. Odin, der ist hier echt oft am Start. Der guckt sich an, was wir hier machen. Oh, geil. Perfekt. Bam. Oh, zwei Schläge, ne? Nee, doch nicht. War das easy oder war das easy? Also einen geileren Weg gibt es doch gar nicht, die zu besiegen. Nice. Aber gefallen gelassen hat er keinen, ne? Wir sind nämlich schon wieder voll. Achso, nee, wir tragen zu viel. Ich weiß nicht, was ich weghauen soll. Die 30 Schwarzmetalle sind eigentlich zu schade für, aber ich weiß gar nicht mehr, wofür... Mann! Wofür wir die überhaupt noch brauchen? Komm. Wir werden so viel davon sammeln. Wäre natürlich zu schön gewesen, wenn der jetzt hätte den Totem fallen lassen. Schade, schade, schade. Naja, die Tierjungs haben uns ein bisschen geholfen. Nee, das ist das Dorf von gerade eben, ne? Na klar. Wir sind doch hier runter. Ach, ich bin ein dummer Mensch. Hä? Wo? Hier. Hallo. Sieht man aber auch schlecht im Dunkeln. Gleiche Farbe wie das Gras. Oh Mann. Mögen die sich? Nee, ne? Oh. Noch ein Skelett. Wenig Chancen. Du kannst mal zu den Ter-Jungs gehen. Ter hat mir markiert, passt. Ja, komm, dann gucken wir jetzt nochmal fix bei dem Dorf. Ob ich es nicht vielleicht doch irgendwie übersehen habe. Hab ich's doch gehört. Er hat noch ein Berserker rum, aber ich sehe nichts lila. Mal, da hinten leuchtet irgendwas blau. Ah, das ist nur was Getropptes. Haben die mich schon wieder? Nee. Ey, du verrätst meine Position. Ah, alle hat er sie mir angelockt. Wir haben hier aber ordentlich gefarmt, die Jungs. Ach so, ja, sorry. Ab der nächsten Folge sollte es wieder ein bisschen Musik geben für euch. Eigentlich, wenn ich jetzt normal aufnehme, kann ich ja ganz normal Valheim-Musik laufen lassen. Ich habe es nur vergessen, wieder anzustellen. Ich hatte es ja ausgestellt, wer es nicht mitbekommen hat. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich es in der Folge gesagt hatte oder im Zusammenschnitt oder im Stream nur. Und es vielleicht nicht im Zusammenschnitt mitgelandet ist. Ist halt doof mit dem Zusammenschneiden. Und wenn Musik läuft, ist dann halt so abgehackt. Und deswegen ist die aus. Und ich wollte dann im Nachhinein Musik drunter legen. Ich habe jetzt endlich eine Plattform gefunden, wo ich so ein bisschen GEMA-freie Musik oder halt mit Geld mir einen Zugang verschaffen kann, um Musik abzuspielen. Also ich glaube nicht, oder?
renne jetzt hier noch mal kurz so ein bisschen rein, aber ich sehe hier nichts leuchten. In der Truhe wird es nicht liegen. Ja, dann machen wir uns wieder vom Acker. Ich denke mal, das nächste Dorf ist nicht weit weg. Aua. Ey. Ja, verkloppt deine Fullinger. Oh Gott, die rennen uns jetzt bestimmt 8 Jahre hinterher. Und wir laufen genau in die Loxies. Hier kommt Dunkelwald. Die Berserker lassen relativ fix los, ne? Das ist okay. Dann gucken wir mal noch ein bisschen in die Richtung hier rüber. Irgendwo werden wir schon noch was finden. Sind ja immer noch so viele. Au. Naja, das sind jetzt meine Kumpels. Die rennen mit uns mit. Ah, falsche Richtung geblockt. Doch keine Kumpels. Der Rest? Waren da nicht nur 2, 3? Wo ist denn der Rest hin? Ah, da rennt einer weg, okay. Ist aber natürlich geil, wenn so ein Dorf wie da vorne direkt am Dunkelwald ist und die sich einfach die ganze Zeit durchgehend auf die Fresse hauen. Könnte man bestimmt irgendwie so eine kleine Harzfarm draus machen. Der man einfach immer sich hinsneakt, nur das Harz einsammelt. Wir brauchen noch ein Dorf. So, das war so ein Speertyp, ne? Ja. Die Frage, wir hatten bestimmt auch schon andere Dörfer entdeckt. Ob das schneller wäre, einfach dorthin zu machen, aber wahrscheinlich nicht. Was kommt denn jetzt? Sumpf. Na, da oben dann Dunkelwald. Ich glaube, hier ist Schluss. Schon wieder Odin. Ja, jetzt gehst du mir aber langsam auf die Nerven. Na, wir müssen auch bald Lebensmittel nachholen. Ah ne, ist gar nicht Odin. Entschuldigung. Da hat er irgendwie so einen blauen Schimmer um sich rum. Was halt irgendwie geil ist am Sumpf, ich mag ihn zwar überhaupt nicht, aber wenn du Eisen brauchst... Wir haben ja bisher eigentlich nur den einen Sumpf gebraucht und der ist ja immer noch nicht abgearbeitet, da wo Knochenwanz ist. Ne? Du hast so viele Dungeons da drin, dass du nie noch irgendwo groß anders suchen musst. Ja, schade. Doch gar nicht so groß, das Gebiet. Vielleicht geht es hier oben in die Richtung noch weiter oder sehr wahrscheinlich. Dann gucken wir da mal noch. Naja, eins noch. Das kriegen wir schon noch zusammen. Boah, und dann endlich Endgegner. Ich bin mal gespannt, was er uns für eine Skill, für einen Skill bringt. Hier ist jetzt echt ruhig, ne? Ich freue mich auf jeden Fall über die Trophäen. Ich glaube, Berserker hatten wir noch nicht. Oh, hallo. Ah, mit Bogen geblockt. Auch, aua. Ah, Doppelteam hier. Komm, ich probiere nochmal cool zu sein. Okay, ich bin nicht cool. Ach, du Schwein. Jetzt aber. Obwohl, die Nadeln würde ich mitnehmen. Haben wir schon? Ja, haben wir aufgenommen.
Hier wollten wir eigentlich mal noch Edelholz sammeln gehen. Das müssen wir auch unbedingt noch machen. Einmal hier in die Ebenen. Uralten mitgenommen und einmal hier so ein Dings abgefarmt. Guck mal, was haben wir da hinten noch? Ne, das ist einfach das Dorf, was wir... Ja, schade. Das dritte Mal, dass ich das Dorf entdecke. Und dort sehe ich noch ein Signalfeuer. Jetzt weiß ich halt nicht, wie gut wir das tagsüber sehen. Ob da so ein Totem am Start ist. Relativ kleines Dorf, aber auf der Insel. Sieht eigentlich geil aus. Boah, da hätte ich fast Bock, dass wir hier unsere Base drauf machen. Statt der anderen, weil guck doch mal die Kulisse. Also wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Wäre eine Überlegung wert, oder? Nein, ich habe nicht getroffen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe vor den Viechern hier. Na gut, bei unserer alten Basis. Ja, kam ab und zu mal einer vorbei. Hä? Was macht er denn? Schade. Ich finde es irgendwie schon ziemlich geil. Na, Berserker hat uns entdeckt, das ist schlecht. So, ja, wir kriegen den zwar easy gekillt, aber... Okay, er geht wieder. Nett von ihm. Oh, sag mal, der hat aber auch ein Talent auszuweichen. Jedes Mal, wenn ich drauf schieße, dreht er sich rum. Ja, ich lass es. Mach mal im Nahkampf. Ach, ist das geil. Du musst nur warten. Schade. Nein, warum denn nicht? Eigentlich easy. So, Fuhlinger, Berserker. Jetzt müsste eigentlich schon Minimum die Hälfte abgezogen haben. Oh, nee, noch nicht. Da ist noch einer. Ja, könnte sein, dass es sinnlos ist, aber hier so tagsüber können wir es halt auch nicht ordentlich sehen. Scheiß drauf, wir machen das Dorf jetzt erstmal sauber. Beruhige dich. Aua, ich habe aber doch... Achso, unser Blockdings war schon relativ weit oben, oder? Was war jetzt der Grund? Heute mal noch ein bisschen Leben rein. Ah! Ich bin wieder zu unvorsichtig geworden. Das ist immer so. Wenn es ein paar Mal gut klappt, wirst du unvorsichtig und zack, bist am Arsch. Ach, Mensch, ich treff's nicht. Ich treff das Scheißvieh nicht. Kack drauf. Wozu haben wir ihn mitgenommen? Der Knorrige, zeig deine Kraft. Komm. Alter. Schnauze. Jetzt rede ich. Boah, die Ausdauer, ne? Schon geil, wie sehr viel weniger Schaden das einfach macht. Hat der jetzt einen Totem fallen gelassen? Nee, ne? Ja, das müssen wir ja auch sehen. Auch wenn wir die Dörfer leer machen, wir haben ja auch eine Chance, dass er eins fallen lässt. So ist es vielleicht gar nicht so dumm, auch reinzugehen, wenn wir erstmal von außen keinen Totem sehen. Sah aus wie Erz, ne? Gott, hier ist immer noch ganz schön was los. Einfach reinprügeln. Knochenwanz regelt das schon. Bam. Oh Gott. Ich hab's vielleicht ein bisschen sehr gutmütig gesehen. Alter Schwede, hat das Feuerzeugs gerade reingepfeffert. Haben wir noch... Ne, wir haben gar keinen Heiltrank mehr.
Hauen uns mal noch eine Schlange mit rein. Oh nein, ein Berserker mit einem Schutzschild. Ganz böse Kombi. Ah, wir haben ja noch Knochen, war es alles gut. Der Schlangeneintopf muss nur langsam mal ein bisschen reinregeln. So, komm, du haust jetzt nochmal zu. Aua. Hau nochmal zu. Die kriegen gerade nicht so gut geblockt, weil mich diese kleinen Viecher hier nerven. Nee, ich schaff's einfach nicht. Jetzt aber. Jetzt machen wir dir erstmal dein Schild kaputt. Der Schamane muss, der muss dran glauben, der nervt. Warum hat er nicht getroffen? Keine Ausdauer. Komm, wir hauen uns doch... Nee, das war, war nicht... Ach, ja komm, hör auf. Das war Leben, ne? Ja, gesunder Met. Bam. Und... Aha. Komm, mach doch. Jawohl. Zack, 407 hat er jetzt reingehauen. Jetzt muss erstmal er hier dran glauben. Der geht mir auf die Nüsse. Alter Sack mit Krückstock. Wir machen schon mal rüber. Oh nein, wir ertrinken. War auch lange nicht mehr hingekriegt. Bei meinem Talent eigentlich ein Wunder. Aha, noch ein Berserker, stimmt. Bei meinem Talent eigentlich ein Wunder, oder? Aber ich habe mich ganz gut geschlagen. Nein. Ein Totem. Ich habe nochmal geguckt. Vielleicht hätten wir ja Glück gehabt und haben irgendwo noch eins aufgesammelt, ohne dass ich es mitgekriegt habe. Aber natürlich nicht. Wo ist denn der Berserker jetzt hin? Hä? Wie kann denn der sich bitte verstecken? Wo ist er denn? Ach, dort. Jetzt hör doch auf. Ja, wir killen den jetzt noch. Vielleicht haben wir ja Glück, er lässt noch eins fallen. Boah, die machen gar nicht so viel Schaden, wenn du die nicht überraschend einsetzt. Nee, das ist, das zieht einfach zu viel Ausdauer. Hau mal normal zu. Zack. Ja, so musst du den killen. Anders macht keinen Sinn. Kostet zu viel Pfeile und zu viel Zeit und zu viel Ausdauer. Easy. Hast du einen Totem fallen gelassen? Komm schon. Sieht nicht so aus. Schade. Aber ich muss sagen, mir gefällt das hier besser als unsere jetzige Base. Ich glaube, wir verfrachten uns hierhin. Gut, wir haben nicht ganz so viel Platz für Felder. Aber brauchen wir das überhaupt noch? Oh Gott, wir haben ja kaum noch Leben. Was ist denn hier los? Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie gepennt. Bisschen gequatscht, mir die Insel angeguckt. Zack, bist du fast tot und das wäre witzig geworden auf der Insel. Wenn du deine Ausrüstung nicht hast und hier erstmal rüberschwimmen musst und in der Zeit schon drei Pfeile abkriegst oder Speere. Schwerter 23. So, zack. Nee, immer noch einer. Ach, hör doch auf. Komm her. Komm. Leider auch nichts Schönes drin. Gab's noch eine Truhe? Ich glaube nicht. Ach, schade. Ich mache hier trotzdem mal. Ich mache hier ein Zuhause. Neue Base? Fragezeichen.
Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es geil findet. Also mir gefällt es hier deutlich besser. Die Kulisse ist geil, du hast ein bisschen deine Ruhe. Denn wir können ja auch noch ein paar kleine Felder hier mit umflügen. Aber prinzipiell finde ich es gar nicht so verkehrt. Jetzt ist halt nur die Frage, was machen wir? Wir brauchen noch ein Totem. Das wird sich leider Gottes die nächste Folge auch noch ziehen. Wir sind halt doch gar nicht mal so oft am Start, die Scheißdinger. Müssen wir halt noch ein paar Dörfer absuchen. Jetzt muss ich mir überlegen, was haben wir heute? Wir haben Sonntag. Das heißt, die nächste Folge kommt Dienstag. Und Mittwoch kommt der Stream. Naja gut, dann haben wir nächste Folge noch. Können auch mal suchen, kriegen den vielleicht zusammen. Also finden den Totem. Stream am Mittwoch. Dass ich vielleicht eine Folge aus dem Stream zusammenschneide, dass wir nicht ganz so lange zocken, weil ich möchte es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn ich zweimal die Woche streame und aus jedem Stream zwei Folgen schneide, dann haben wir eigentlich gar keine Zeit für normale Folgen. Und ich würde ja wirklich zumindest gerne auch mit euch den Endboss und noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Deswegen würde ich sagen, ich streame Mittwoch ein bisschen kürzer, Valheim. Oder gleiche Zeit und ich schneide aber wirklich nur eine Folge draus zusammen. Dann bleibt es spannend irgendwie so, dass wir halt wirklich nur die spannendsten Stellen in den Zusammenschnitt packen. Also heute Sonntag, dann nächste Folge Dienstag. Mittwoch Stream. So müsste Donnerstag die Stream-Folge kommen. Boah, kann ich nicht versprechen. Ich mittwochs bis 23 Uhr streame, Donnerstag arbeiten bin. Krieg ich wahrscheinlich nicht so schnell zusammengeschnitten. Also würde ich eher mal sagen, der Zusammenschnitt kommt vielleicht Freitagvormittag. Oder Donnerstag ganz spät Abend. Ja, und dann machen wir Freitag noch eine normale Folge. Ja, ich denke mal irgendwie so. Also vielleicht klappt es ja, dass wir dann Dienstag das Totem finden, den Totem, das Totem. Dass wir dann in der übernächsten Folge uns aufmachen können in den Kampf. Ich hätte Bock. Aber ey, wir haben 250 Münzen gesammelt. Eigentlich auch ohne Ende von dem Schwarzmetall, aber egal. Nadelfeile haben wir aber auch ordentlich verbraucht. Naja, und ein Totem. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen soweit. Ja, zum Inventar aus leeren Truhen befüllen muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Also, da will ich die Folge jetzt auch nicht noch 2 Minuten länger ziehen. Und dafür habt ihr hier so ein langweiliges Ende. Ich denke, es war eine ganz geile Folge. Mir hat es auf jeden Fall heute Spaß gemacht. Dann werden wir nächste Folge noch weiter angreifen gehen. Die ganzen Dörfer und ich guck mal. Oder wir hoffen einfach mal. Totem und dann zack zu Jagdloot. Ich hab Bock. Ich hoffe ihr auch. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.